Hallo zusammen an der Filmfabrik. Es ist Montag, es ist Zeit für Filmbuzz und es gibt wieder einiges Neues zu berichten aus der Filmwelt. Wahnsinns-Kinozahlen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch in Deutschland rasten die Leute völlig aus und lass starten! Wir alle warten ja auf die neuen Avatar-Filme. James Cameron hat jetzt aber angekündigt, dass sich das ganze Riesenprojekt Avatar 2, Avatar 3 und Avatar 4 jeweils um ein Jahr nach hinten sich verschiebt. Das heißt, wir können nicht schon im Jahr 2016 mit einem neuen Film rechnen, sondern erst im Dezember 2017. 2018 kommt dann der dritte Teil und 2019 eben der vierte. Er sagte, dass es total komplex ist, eine Geschichte quasi auf drei Filme zu schreiben, denn sie drehen die auch alle gemeinsam. Und es dauert eben seine Zeit und er ist natürlich Perfektionist und möchte dementsprechend auch was Tolles hinlegen. Das heißt aber, dass der Markt wieder frei ist für einen anderen Start. Ich bin gespannt. Ich finde es ein bisschen schade, weil es dauert und dauert und dauert. Aber wenn das Ergebnis nachher dann richtig stark ist, dann sind wir wahrscheinlich alle happy, dass er sich ein bisschen mehr Zeit genommen hat. In den USA ist der Film von Angelina Jolie Unbroken ja ziemlich gut gelaufen. Bei uns mehr oder minder gefloppt. In Japan wird er wahrscheinlich gar nicht laufen, denn der dort ansässige Verleih, der immer die Universal-Filme dort herausbringt, sagt, der Film ist zu Japan kritisch. Und eben einige konservative Stimmen sagen auch, es kann nicht sein, dass sie nach Japan kommt und so tut, als wäre sie unser Freund bzw. unsere Freundin und lächelt und dann zurück in die Staaten fliegt und einen Japan-kritischen Film macht. Von euch würde ich jetzt gerne wissen, wie seht ihr das? Auch wenn der Film natürlich schon eindeutig die amerikanischen Werte so nach oben stellt und sagt, so, oh, die Japaner, die waren überhaupt nicht gut zu uns. Muss man das dann irgendwie aushalten oder könnt ihr verstehen, dass man sagt, so nö, wir zeigen den Film nicht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr ins Gefängnis kommt, weil ihr Menschen einen Film zeigt? So könnte das jetzt tatsächlich in Amerika passieren. Dort hat eine Lehrerin den Film 22 Ways to Die ihren Schulklassen gezeigt. Und sie sagt halt, ja, ich wusste überhaupt gar nicht, was mich da erwartet und hat irgendwas ganz anderes von dem Film erwartet und damit gerechnet. Deswegen wurde sie auch in einem Fall unschuldig gesprochen, allerdings in vier weiteren Fällen schuldig. Ich meine, das ist auch ziemlich klug. Sie zeigt den Film morgens einer Klasse und macht das den ganzen Tag dann noch weitere vier Male. Da sollte man irgendwann wissen, dass dieser Film nicht geeignet ist für die Schüler. Ist eben ein ziemlich krasser Film, der in kurzen Anekdoten immer nur zeigt, wie jemand umkommt und stirbt, muss man jetzt vielleicht keinen Elfjährigen zeigen. Sie wurde also in vier von fünf Fällen schuldig gesprochen und ihr drohen jetzt bis zu 12 Monate Haft. Unglaublich waren auch die Besucherzahlen in den letzten Tagen. Das letzte Wochenende war auch in Deutschland wieder ein voller Erfolg für den Til Schweiger-Film. Ja, ich weiß, ich habe die Review immer noch nicht gemacht. Ich kann euch sagen, ich sträube mich davor, weil ich war jetzt nicht der größte Fan des Films. Aber 590.000 Besucher waren jetzt auch immer noch in dem Film. Und 3,5 Millionen haben Honig im Kopf bereits angeschaut. Auf Platz 2 immer noch 96 Hours mit auch weit über 200.000 Besuchern. Läuft also immer sehr, sehr gut. Und der Überraschung ist Let's Be Cops, die Partybullen mit 160.000. Tausendmal erfolgreicher als geplant. Erfolgreichster Neuzugang war Frau Müller muss weg mit 120.000 Besuchern. In den USA ist so kompletter Ausnahmezustand. American Sniper hat nicht nur den besten Januarstart aller Zeiten hingelegt, sondern den bisherigen Start sogar mehr als verdoppelt. Über 90 Millionen Dollar hat der Film eingespielt. Das gab es noch nie. Der bisherige Startrekord lag bei 40 Millionen. Also das ist wirklich so, pff, die Leute rasten aus. Die Oscar-Nominierungen sind natürlich da auch ziemlich gute Werbung gewesen. Auf Platz 2 die Trauzeugen AG mit knapp 21 Millionen Dollar. Und Paddington, den wir alle so lieben und lieb haben, den Bären, der ist da jetzt erst gestartet mit 19 Millionen. Insgesamt, also im Rest der Welt, lief 96 Hours auch immer noch am besten auf der 2. Seventh Son, der wurde ja auch 7500 Mal verschoben, ist in China aber sehr gut gelaufen. Und Nachts im Museum 3 auf Platz 3 ist also so ein ziemlich interessanter Blick, denn bei uns läuft der gar nicht mehr so gut, Nachts im Museum. Aber ich finde es immer schön zu sehen, was geht denn sonst noch in der Welt? Das waren jetzt eben schon mal die Kinocharts. Kommen wir zum schnellen Speed-Date der Woche 5. Größere Filmstarts warten auf euch und ihr sollt Geld ausgeben, um Kinokarten zu kaufen. Auf dem letzten Platz habe ich tatsächlich Mordecai. Das ist der Film mit Johnny Depp, den ich noch nachher noch direkt in der Review habe. Da werde ich mehr im Detail erzählen, was ich von dem Film halte. Ich fand ihn schrecklich. Komplettes Overacting und für mich eher so der Grund, dass der im Januar startet, dass man dem goldenen Himbeerregen noch irgendwie entgehen konnte. Wirklich ganz schrecklicher Film. Auf der 4 habe ich Ouija. Das ist so ein Horrorfilm. Relativ Standardware. Ich glaube aber, dass so Fans von dem Genre irgendwie doch ihren Spaß haben werden und sich so ein bisschen gruseln können.
Review gibt es dazu morgen. Da habe ich dann auch noch einen hervorragenden und wunderhübschen Gast dabei. Auf Platz 3 haben wir Drei Türken und ein Baby. Die Review, die folgt auch, kommt wahrscheinlich dann auch morgen. Er sieht richtig stark aus, also wirklich als deutsche Produktion ordentlich hingepfeffert. Aber so richtig überzeugend und wirklich witzig ist der Film nicht. Der plätschert vor sich hin. Da können auch Simon Desue und Joyce Ilks Gastauftritt eigentlich nicht mehr jetzt so viel retten. Auf der 2, und das ist eigentlich so vom Herzen her so meine 1 und vom Spaß auch, Baymax. Was für ein toller Animationsfilm. Mein Gott, fand ich den süß, fand ich den toll. Und wir wollen doch alle eigentlich, dass Baymax unser Freund ist, oder? Habe ich auf Platz 2 und auf der 1, weil es halt so wegen Schauspielkino und so Ernsthaftigkeit und so, ja, hier, ne, wir sind alle so cineastisch. Imitation Game mit Benedict Cumberbatch und Keira Knightley, auch ein extrem guter Film geworden. Macht mit beiden Filmen, ehrlich gesagt, überhaupt nichts falsch. Im Gegenteil, beides sau, sau gut. Und damit ich nicht so weinen muss, verlinke ich euch jetzt die Review zu Baymax unten links. Und am Samstag gab es die Lieblingsfilme mit Malte von den Broken Thumbs. Eigentlich müsst ihr da alle draufklicken, unten rechts. Und dann sehen wir uns gerne bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.